Hallo, ich bin David, einer der vier Geschäftsführer vom SMO Online Shop. Ich bin zuständig für unsere Sortimentspolitik und für unsere wichtigste Ressource, unsere Mitarbeiter. Wir sind hier im Spinnereigelände einer über 100 Jahre alten kleinen Fabrikstadt. Heute sitzt unser Marketingteam in einem zum Loft umgebauten Büro. Tatsächlich habe ich auf die Frage, welches Produkt ich vorstellen möchte, mich für das Produkt entschieden, an dem ich jeden Tag frühstücke. Und zwar ein Tonet S34 Stuhl. Ist ein Designklassiker aus dem Designjahr 1926. Dieser Stuhl ist von mir zu Hause. Dort frühstücke ich jeden Morgen dran und ich schätze ihn auch schon seit 10 Jahren, so lange wie wir hier im Büro sind. Es gibt so viele Designklassiker in dem Erbe der Firma Tonet, dass sie tatsächlich mit diesen ikonischen Produkten in der Lage waren, über 200 Jahre tatsächlich Möbel zu fertigen, die heute immer noch modern wirken und absolut besitzenswert sind. Das Design der Stühle ist ja kubistisch und in der Epoche Bauhaus 20er Jahre, 30er Jahre sind viele freitragende Stühle entstanden und Mart Stem war tatsächlich einer der ersten, der damals mit Gasrohren experimentiert hat und versucht hat, freitragende Stühle zu produzieren, die, wie man sieht, auch sehr bequem sind. Man kann Ersatzteile weiterhin bei Tonet bestellen, man könnte die neu beziehen lassen, man kann die Armlehnen wechseln. Die Stühle haben einfach einen unheimlich langen Lebenszyklus. Build to Resist ist definitiv ein Wert, den wir bei SMO vertreten. Das heißt, wir sind angetreten, weil wir von Anfang an in ein Vertriebsmodell investieren wollten, das dauerhaft angelegt ist. Wir sind seit 15 Jahren am Markt, das klingt für viele noch gar nicht so lang, ist für einen Online-Shop aber schon eine gewisse Historie. Die Arbeit bei SMO bedeutet für mich, dass wir, egal welches Thema wir lösen, überall auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Jeder kann seinen Beitrag leisten, ob es nun sein Fachgebiet ist oder nicht. Jede Fragestellung ist letztlich keine geheime Fragestellung im stillen Kämmerlein, sondern wir haben offene Türen, wir haben ein offenes Büro. Wir bekommen voneinander mit, woran die Kollegen und Kolleginnen arbeiten. Wir sind authentisch, wir sind schnell, wir sind gut und wir sind hungrig. Und ich glaube, das ist etwas, was uns als Unternehmen, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausmacht, dass wir nicht mit dem zufrieden sind, wo wir stehen, sondern dass wir immer wieder fragen, wo kann die Reise noch hingehen? Ich wünsche dem SMO Online Shop zum 15. Geburtstag, dass wir die Arbeitsweise, die wir uns eigen gemacht haben, also das Bestehende zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und in neue Bereiche vorzustoßen, dass wir uns das erhalten, dass wir weiterhin mutig agieren, dass wir auch Fehler zulassen und daraus lernen und auch Sachen neu auszuprobieren, die vielleicht von Anfang an nicht unbedingt einen ökonomischen Erfolg versprechen. Lieber SMO Online Shop, alles Gute zum 15. Geburtstag.